Turandot, die letzte Oper Giacomo Puccinis, wird am Staatstheater Nürnberg in einer Neuinszenierung des berühmten katalanischen Regisseurs Calixto Bieto gezeigt. Calixto Bieto sorgte in den vergangenen Jahren häufig für intensiv diskutierte Interpretationen, unter anderem an den Opernhäusern von Zürich, München, Berlin und Oslo. Zusammen mit Bühnenbildnerin Rebecca Ringst und Kostümbildner Ingo Krügler verlegt er die Handlung in ein heutiges, uns nur allzu vertrautes China. Turandot ist hier eine ebenso machtbewusste wie neurotische Frau, die an ihrem eigenen Trauma zugrunde geht. Calaf erscheint als Rebell, der aus der uniformen Massengesellschaft heraustritt, um sich im Namen der Liebe, dem Gewaltregime der Eisprinzessin Turandot, entgegenzustellen. Die Oper endet schließlich mit der Selbstopferung Lius. Für Regisseur Calixto Bieto ein ergreifendes Plädoyer für die Kraft der Liebe und der Poesie.